Silence of the Sleep. Chapter 5. Und da sind wir auch. Okay. I'm close, I feel it. Huh? No light. Kein Licht. Run out of batteries. Oh ja, wow. Jetzt sind unsere Batterien leer. Hammer. Okay, hier können wir speichern. Das mache ich auch direkt mal. So. So, Mittagsschlaf Nummer 2 für meine Kleine für heute. Das heißt, ich kann jetzt noch circa eine Folge vielleicht aufnehmen. Und dann ist aber auch Schluss für heute. Da muss ich dann wieder warten bis morgen. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das hier aussieht wie dieses Nebelgebiet vor der Psychiatrie. Eine Telefonzelle. Hallo? Jacob? Jacob, bist du das? Ja, das bin ich. Wer ist da? Wir haben uns Sorgen über dich gemacht. Ich und dein Vater. Wo warst du? Was? Did you get the brochure? Broschüre, so eine Marke? We have been talking with your father. You should go and see that place. Okay. Könnte das vielleicht unsere Schwester sein? Oder ein Freund? Oder Mutter sogar? Okay. Skyway. Was? Also, okay. Wow. Oh, ne. Your name is Clifford, and the patients are Dwight, Gerald, Brad, Dewey, Mr. Lee, Mark, Artist. Nur noch hier drei, Mark und Lee? Ah, nee, Dwight? Lol. What the fuck? Hä? Ich bin leicht verwirrt. Okay, also irgendwie entlässt er uns jetzt. Und ich stehe voll am Schlauch. Oh, lol. Okay.
Was ist das im Hintergrund? Sind das diese drei Streifen, die ganze Zeit hier so, die wir da ein Problem haben als also in der Grafik selbst, oder ist das ein Gebäude? Ich denke, das hat nichts damit zu tun. Sackgasse? Oh. Sind wir in die falsche Richtung gelaufen oder kommt jetzt etwas auf dem Weg in die andere Richtung? Oh, wenigstens hier hätten sie ein bisschen Ausdauer besser reinhauen können. Ein großer Stein. Mehr Bäume. Oh, hallo. Ist es Gerald? Lol. Was machst du hier? Geht's dir gut? Hey. Woher weißt du meinen Namen? Ich kenne dich nicht. Was zum... Verdammt, das muss ein Traum sein. Das ist alles ein Albtraum. Aber du, hä? Warte mal, er kennt uns, aber wir kennen ihn nicht. Okay. Zu spät für ihn. Was ist denn jetzt passiert mit ihm? Er hat vor kurzem erst erfahren, seine Geschichte, oh Gott, die Sachen, die er getan hat. Er hat es nicht verdient zu leben. Ich habe dich vorher schon gesehen. Natürlich, wir haben zusammen gesprochen. Aber du warst nicht da. Mean is, I saw you in the very beginning, in that casino. I think you called it a motel. Aha, siehst du, wir haben ihn doch da gesehen. Oder war der sogar in einem Zimmer? Mit der Pistole? In that case, don't let me spoil the fun. Go ahead, Jacob. Lol, jetzt will er nicht spoilern. Okay. Wenn in der Klapse nur noch die waren, also wer war das jetzt? Dewey und Mr. L und wir. Was mit dem Rest passiert? Na komm schon.